Ich war schon fast in Sorge, ihr würdet es nicht hierher schaffen. Es hätte mich der Freude beraubt, euch zu zerquetschen. Xanas, du bist der Vampir, der Randala versklavte. Ich habe schon weit schlimmeren Abschaum erledigt als dich. Ich werde ihr eure Bedenken mitteilen, während sie sich an den Resten delektiert, die ich von euch übrig lasse. Ich habe schon weit schlimmeren Abschaum erledigt als dich. Das habe ich ihm schon mal gesagt. Ja, das waren, glaube ich, zwei Worte, du konntest auswählen. Ach so. Okay. Xanas, wir töten dich! Das sieht komisch aus, ne? Okay, er verliert Energie, das ist schon mal was. Er macht auch viel Schaden. Er hat mir noch gar nichts geschadet. Weil du mich angreifst. Das ist gut. Finde ich nicht. Ne? Du musst nur ausweichen, dann geht das eigentlich. Er ist ja gleich halb tot und ich habe noch nicht einen Trank genommen. Das ist gut. Guck mal, wenn er, wenn er mit seiner Hand ausholt, dann hau ich einfach auf ihn drauf. Das lähmt ihn, ne? War der eben gelähmt? Ja, das ist gar nicht mehr so schlecht, weil die macht manchmal 300 Schaden. Ich bin betäubt. Schade. Oh, die Hauptmenü-Musik. Ja. Schaden mache ich, glaube ich, Timo. Sicher? Ja. Mit dem Schwert. Egal. Ja, Xanas, ich glaube, das üben wir nochmal, ne? Also ich habe schon Endgegner jetzt gehabt, die schwerer waren. 10.000 Erfahrung. Wow. Ach, ich weiß, sind wir beide aufgestiegen oder ja, du? Juhu! Ja. Und jetzt hast du 26 Punkte gekriegt, wahrscheinlich ich jetzt auch. So, ja, überleg dir das gut, das ist unser letztes Level up. Was ist denn Verstärken? Das ist vielleicht 30% in unser Heilzauber, dann heilen wir uns vielleicht voll. Das ist cool. Todesschlag, ist das wieder so mehr. Das ist auch gut. Mach noch einen. Ja, komm, ist auch gut. Moment. Jetzt will ich auch noch. Stärke. So. Ja, komm. Ah. Regeneration magische Energie habe ich nicht. Plündern brauche ich auch nicht mehr. Schießpulverbeutel. Schild benutze ich auch nicht. Nö. Verringert die Verteidigung eures Gegners. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Ist eigentlich so gesehen mehr Schaden. Okay, jetzt habe ich noch 8. Die Stärke brauche ich nicht. Das Sprinten ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Das benutzt du eh immer beim Kampf, oder nicht? Ja. Jetzt habe ich noch einen Punkt, ich glaube, den kann ich nicht mehr los. Gerade auf Kriegslied der Zwerge. Dann brülle ich halt. So. Das war doch so ein Zauber. Ja. So, wollen wir die Schattenebene betreten? Yes. Machen wir ihn platt, den Kerl. Machen wir es für eben auch wieder, du Nahkampf, ich Fernkampf? Würde ich sagen. Weil du hast irgendwie eine bessere Rüstung. Also du hältst mehr aus. Mhm. Musst du dich überall einmischen, du Wicht? Wie kommst du hierher? Egal, es ist vorbei. Das Herz des Turms ist mein. Ich allein kann die Macht des Onyx-Herzens nutzen, das jetzt zum Bersten gefüllt ist mit den Seelen von 40.000 Toten. Du kannst mich unmöglich besiegen. Du könntest deinen Untotenzauber ausprobieren. Könnte ich oder den Heilzauber nutzen? Ja, klar. So, hast du was Neues drauf, Jung? Hey, ich kann mich gerade nicht bewegen, so wirklich. Okay, das ist dein alter Move. Da hinten bist du ja. Die Musik ist gerade nicht wirklich nach Endkampf, ne? Das soll, glaube ich, nicht so sein. Das ist eher gerade die mysteriöse Musik, die man sonst so im Level hat. Wow, ich zieh gar nichts mehr ab. Soll ich auch Fernkampf machen, oder? Ich glaube, wenn wir beides machen, wäre es nicht ganz so gut. Oh, das macht das Schaden. Ja. Ja, wir auch noch ein bisschen. Und der kriegt noch Energie dazu. Durch irgendeinen Scheiß. Versuch mal kurz einen Untotenzauber, ob das was bringt.
Mal ausprobieren. Wieso durften wir eigentlich eben nicht mehr speichern? Das ist voll scheiße. Das macht ihnen keinen Schaden. Gar keinen? Nee. Cool, ich zieh ihn zwar was ab, aber das hat er gleich wieder drauf. Ich komm auch mal nach. Da, guck mal, schon wieder. Dieses scheiß Schwert, bitte. Ja, sollten wir erstmal den Schatten von ihm machen? Ich bin mir nicht sicher, ob das was bringt, wenn wir den Schatten umbringen, oder? Ich bin tot. Ich kann nichts machen, ich komm nicht weg. Wie schnell war ich denn ein bisschen tot? Ich denke erstmal irgendwie das Herz des Turms. Den die Reputer auch meinst du? Das hat keinen Sinn. Ja, ich denke schon, dass wir ihn besiegen müssen. Ich ziehe mir was ab, das siehst du ja, ne? Ja. Aber gleich ist er auf einmal wieder voll. Ich weiß nicht, wodurch er das macht. Alter Schwede. Ich glaube, wenn wir beide Nahkampf machen, ist sinnvoller, oder? Hab ich eben gemacht, aber ich war instant gestorben eben gerade. Durch diesen Schatten. Ich glaube, so hat das gar keinen Sinn, was ich hier mache. Ich lass mich hier umbringen. Komm, bring mich um. Ja. Bei dem Nahkampf? Ich glaube, was sollen wir sonst tun? Ich habe gerade keine andere Idee. Der ist aber heftig. Müssen wir jetzt Xanas nochmal machen? Ich glaube schon. Sehr nervig. Beim nächsten Mal versuchen wir wieder rauszugehen und zu speichern, wenn wir den Tod haben. Ja. Ich glaube, das wird ein hartes Stück Arbeit hier. Okay, aber wir haben auf jeden Fall die besten Waffen und die beste Rüstung. Das muss irgendwie funktionieren. Aufgelevelt sind wir auch ziemlich gut. Ja, bla 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 bla. So. Okay, du bist nicht das Problem. Wir können uns leider ein paar Heiltränke holen. Wenn du willst. Restgeld. Aber eigentlich haben wir genug. Ja? Ich brauche keine Heiltränke. Ja, guck mal, du hast das. Das Problem war einfach nur, dass er sich so viele hochheilen kann. Ja. Jetzt zieht er mir richtig viel ab, eben nicht. Diese Musik hätte beim Endkampf gut gepasst eben. Und ja, da war es auch eben nur ein Bug oder so. Ja, wahrscheinlich. Mal gucken, wie das gleiche ist. Wenn wir das irgendwie rauskriegen, wie der sich heilt, dann kriegen wir das ja vielleicht in den Griff. Aber den Schatten konnte man, glaube ich, gar nicht wirklich angreifen. Da war jedenfalls keine Schadensanzeige für da. Mhm. Wir können das ja gerne versuchen, auf den Schatten zu gehen, aber... Da gab es auch irgendwie noch eine andere Möglichkeit, irgendwie... Also Fernkampf hat bei dem, glaube ich, nicht viel gebracht, oder? Nee, weil er sich immer hochgehalten hat. Ach so, ja, okay. Doppelschlag wollte ich fertig haben. Was hatte ich jetzt gemacht? Was ist die Genauigkeit? Nee, was hab ich denn gemacht eben? Er nimmt noch auf. Ja, er nimmt auf. Wieso die PlayStation 3 hat sich eingeschaltet. Hä? Moment mal eben. Was ist jetzt hier los? Mach mal die PlayStation auf. Hat Rolf sich einen Controller geliehen? Ah, Rolf hat unten mit meinem Controller versucht, die PlayStation anzumachen. Und jetzt geht hier meine PlayStation an. Ich glaub's nicht. Ja, sorry, Leute. Ich muss mal eben meine PlayStation 3 wieder ausmachen. Das habe ich ja auch noch nicht gehabt, sowas. Sehr geil. So. Schön sitzt er gerade da unten jetzt. Hä, warum geht das nicht? Ja, und wenn er jetzt nochmal drauf drückt, ist das wieder weg, ne? So, Bild, komm bitte wieder. Also, es nimmt ja auf. So, ist das wieder da? Ach du Scheiße.
Das ist ja geil. Wie verwirrend war das denn gerade eben? Ich denke, was ist denn jetzt los? Ich dachte eben, die PlayStation 2 hätte sich runtergefahren. Das hat er auch elf. So, was war das jetzt hier? Wo wollte ich denn hin? Bolzenhagel? Alles nicht. Ich hatte doch irgendwas, wo sich das hier verstärkte, die Gegner. Todesschlag, ne? Da! Achso, Schwund. Dann nehmen wir hier noch Bolzenhagel hier. Oh, Schusspulverbomben mal wegen. Komm her hier. Jetzt habe ich noch einen Schritt, den kann ich nicht mehr verwenden, ne? So. Okay. Mach du auch noch eben. Und dann speichern wir das nochmal eben ab. Wenn wir dann dürfen. Ach ja, herrlich. Du hattest doch Zauber verstärken eben gemacht, ne? Verstärken hattest du, glaube ich, da unten gemacht. Dass wir ich mache aber erstmal das besser hier. Ja, ist auch gut. 5 hast du noch? Zielgenauigkeit. 3 hast du noch. Ich habe auch Sprinten bekommen. Ja. Das hast du auch schon seit längerem. Mir nicht aufgefallen. Du hast keine Punkte mehr, du brauchst nicht mehr gucken. Oh, guck mal, die nehme ich nochmal mit. So, komm. Dürfen wir bitte wieder runter? Ja, okay, wir dürfen, ein Glück. Das ist gut. Ja, wollen wir nochmal einkaufen oder nicht? Ja, was willst du denn jetzt einkaufen? Wir haben noch mehr als genug Tränke und ja? Waffen können wir ja nicht. Gut, wenn du sagst, wir haben genug Tränke, dann okay, dann speichere ich ab. Ich habe jetzt noch 79. Ich habe 18. Hier, warte. Mehr darfst du nicht, du darfst nicht mehr ablegen, weil das zu voll ist da auf dem Fleck hier. Ich bin in den Turm gegangen. Ah, das ist doch nicht wahr hier. Nein, die Tränke sind jetzt weg. Dann raste ich aus. Nein, komm her. Ich will die Tränke einsammeln. Seh zu. Ganz vorsichtig. So, Spielstand speichern. Okay, beide auf Nahkampf, ja? Würde ich sagen. Und wenn das nicht klappt, dann... Ja, mal gucken. Vielleicht können wir noch irgendwie das... Da haben wir seinen Schatten oder sowas. Er muss ja auch irgendwie einen Schwachpunkt haben, oder nicht? Ja, sicher. Er verliert ja Energie, wenn wir drauf kloppen. Auch gar nicht wenig. Ne? Ja, aber... Das Problem ist, er kann sich ziemlich schnell wieder hochheilen. Das ist richtig. Ja gut, also wir müssen irgendwas tun. Es wird auch nicht so schwer sein, denke ich mal. Wir haben ja schon mal besiegt. Ja, kennen wir. So, okay. Was machen wir, Timo? Nahkampf, beide? Ja, warte mal kurz, gucken, ob hier irgendwie was ist. Ja, es ist nur Kreisverkehr. Was passiert, wenn wir den Schatten angreifen? Dann verliert er auch was. Aber nicht viel, ne? Ich glaube, wir hacken drauf rum. Und wegspringen, wenn er was versucht. Okay, das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ich glaube, das ist die richtige Methode. Ich glaube, das ist richtig, Timo. Ja. Tatsächlich zum Beispiel einmal wieder hochgehalten. Ja, aber wenn wir die ganze Zeit permanent drauf rumkloppen... Ich glaube, wenn der Schatten da ist, müssen wir den Schatten kurz töten. Meinst du, der heilt ihn? Das kann gut sein. Wo ist er jetzt? Ich stehe da am Bäume. Der hat gleich wieder voll Energie. Wir müssen drauf. Ich bin tot, ich konnte nichts machen. Wieso bist du schon wieder tot? Weil ich gestunt wurde und dann kam dieses ganze Schatten auf mich. Ja. Soll ich laden? Er heilt dich immer so, ja. Weil so hat das keinen Sinn. Ich glaube, alleine hat es keinen Sinn. Er heilt dich immer so schnell hoch, das geht ja gar nicht. Hm. Sehr merkwürdig, das Ganze. Also gut, dass wir jetzt alles abgespeichert haben. Jetzt brauchen wir nur noch wieder hingehen. Ich glaube, wenn der Schatten da ist, müssen wir den Schatten töten. Ja, okay. Können wir ja gerne versuchen. Es ist merkwürdig, dass du immer mit einem Schlag sofort tot bist. Verstehe ich immer nicht. Warum mag der Typ dich nicht so gerne? Ja, wow. Wir haben doch genau dieselbe Rüstung. Eigentlich ja, ne? Verstehe das auch nicht so ganz. So. Ja, wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Da habe ich eigentlich keinen Zweifel dran. So, okay. Hacken wir drauf rum.
Schatten ist, ne? Ja, der war die ganze Zeit schon da, habe ich gerade festgestellt. Okay, jetzt ist er weg. Dann ist er aber auch weg, wenn wir den Schatten hauen. Vielleicht solltest du ihn lieber von hinten angreifen, dass er dich nicht mit einem Schlag umbringen kann. Oder? Das sieht immer so heftig aus, ne? Ja. Ist aber anscheinend gar nicht so heftig. Also ich hack da mal auf den Schatten ein, wenn der kommt. Vielleicht ist das ja die richtige Idee, weil er heilt sich dann auch nicht so viel, ne? Oder? Was meinst du? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir haben gleich die Hälfte von ihm schon. Ja, ich läuft's gerade ganz gut. Ja. Nicht von vorne, Timo. Greif du ihn nicht von vorne an. Wenn du tot bist, dann kann ich nichts mehr machen. Das ist ja die Scheiße. Alleine habe ich ja kaum eine Chance. Ey, ist doch mal gut. Genau, ich bringe den Schatten um. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass der Schatten ihm die Möglichkeit gibt, sich zu regenerieren. Durch die ganzen Seelen oder so. Ja, und wenn ich den Schatten umbringe... Guck mal, er heilt sich auch nicht mehr. Wie viel Schaden er schon wieder gemacht hat, aber... Ja, wir haben ihn aber bald. So kriegen wir ihn, so kriegen wir ihn. Das ist die richtige Taktik. Wenn der Schatten, schon wieder. Wenn der Schatten gleich kommt, machen wir ihn platt. Also den Schatten. Ja. Wir haben ihn gleich. Ist er jetzt schon tot? Ihr habt Mordok Zelenmer getötet. Zerschmettert das Onyx-Herz, um den Onyx-Turm zu zerstören. Und die Bewohner von Baldur's Tor von seinem Fluch zu befreien. Von ihrem Fluch, oder nicht? Die Bewohner von seinem Fluch? Von seinem Fluch? Ach, von ihm? Ach ja. Ja. Ja, ist klar. Ihr haltet 16.000 Erfahrungspunkte, die uns jetzt auch noch so viel bringen. Ja. Wir können speichern. Okay. Wozu kriegen wir jetzt noch Erfahrungspunkte? Das ist ja nun ein bisschen lächerlich. Wir müssen das Herz noch zerstören. Ja, das ist das Ding in der Mitte da. Aber dafür. Das aber meinst du, ist das noch ein Gegner? Bestimmt. Nein, ich glaube nicht. Das war das Heftigste. Das war die heftigste Aufgabe in diesem Spiel, das Herz zu zerstören, das nicht mal wie ein Herz aussah. Okay, ich denke mal, uns erwartet jetzt eine Endsequenz. Ich verdanke euch mein Leben, Abenteurer. Genau wie alle anderen Bewohner von Baldur's Tor. Ihr seid wahrlich ein Held unter Helden. Randala, ihr seid am Leben. Ja, wegen euch. Xanas Vernichtung rettete meinen Körper und die Zerstörung des Turms erlöste meine Seele. Doch kommt, bevor wir feiern, wollen die Großherzöge ihren Retter sehen. Okay. Konfiguration speichern? Ja, gut. Wozu das denn jetzt? Mhm. Der Plan des Vampirs ist misslungen, Verleiher der Ewigkeit. Baldur's Tor ist ungeschlagen. Und was ist mit Mordok, Priester? Komplett zerstört, o mächtiger Pharao, beim Versuch, den Turm zu halten. Sein Versagen darf meine heilige Mission nicht in Gefahr bringen. Wir verlassen Mulhorand und nehmen die Dinge selbst in die Hand. Wie mein Gottkönig es verlangt. Das ist wohl ein kleiner Teaser auf den dritten Teil, den es aber nicht mehr gab. Vermute ich jetzt einfach mal. War das Spiel nicht so erfolgreich früher? Das war doch recht erfolgreich, sonst hätten sie ja nicht erstmal einen zweiten Teil rausgebracht. Also der erste war sehr erfolgreich, der zweite eigentlich auch. Ich weiß es nicht. Hat sich wahrscheinlich nicht mehr gelohnt. Das ist ja eigentlich auch nur eine Nebenreihe von dem Hauptspiel Baldur's Gate. Die sind ja schon anders als die eigentlichen Baldur's Gate Teile. Okay. Ja, wir sind tatsächlich am Ende. Wir haben Baldur's Gate durchgespielt. Also den zweiten Teil. Ja. Dark Alliance wohlgemerkt, ja. Und ja. Ich finde, es ist ein ziemlich cooles Spiel. Allerdings fand ich jetzt das Ende ein bisschen sehr belanglos. Weißt du, das war so schnell und. Ja, irgendwie. Dass es irgendwie noch so eine zweite Phase einsetzt von ihnen oder sowas. Ja, ja, also letztendlich haben wir ihn ja doch ganz schnell umgebracht. Einfach nur draufkloppen und wenn der Schatten da war, den Schatten umbringen. Das Problem war eben, wo wir den Schatten noch nicht umgebracht haben, da konnte er sich eben ziemlich schnell hochheilen, ne? Ja, genau, richtig. Deswegen, das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen. Und. Ja. Also ich lasse die Credits ganz gerne nochmal eben auslaufen. Ich denke mal, so viel kommt da jetzt nicht.
Ja, ich find's auf jeden Fall schön, dass du dabei warst, dass du das komplett durchgezogen hast. Mhm. Und vor allem, dass du das heute noch durchgezogen hast, wo du schon so fertig bist. Aber dafür haben wir es jetzt durch. Das ist eben das Problem gewesen, ne? Ich arbeite immer ziemlich lange. Ja. Und am Wochenende, da müssen wir auch immer gucken, dass eben. Wir beide zur selben Zeit haben. Das ist es halt, ne? Das ist halt nicht immer so der Fall. Heute haben wir es mal hingekriegt. Und wir haben es sogar durchgespielt bekommen. Hm. Und ja, normalerweise kündige ich ja an dieser Stelle immer das Folgeprojekt an, aber ich mach's. Ja, also, es kommt erstmal eine Runde Swing, wo ich eure Fragen beantworte. Das kann ich erstmal verraten. Und ich denke mal, nach Swing wird dann wohl das nächste Projekt das Replay sein zu Cold Winter. Da habe ich euch ja abstimmen lassen und das war ja eure Meinung, dass ich Cold Winter nochmal replayen sollte. Das werde ich auch tun. Und ich kann schon mal verraten, bei Cold Winter wird dann der Dave zu Gast sein. Der hat nämlich schon angefragt und dann werde ich in irgendeiner Session dann zwischendurch dann mal zu Gast haben. Ich weiß noch nicht wann und wo. Aber das kriegen wir dann wahrscheinlich schon irgendwie hin. Was bleibt mir noch zu sagen? Das wird wahrscheinlich das letzte Projekt für dieses Jahr sein. Ich lass das Jahr mit diesem Projekt ausklingen. Werden wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen übrig bleiben, aber ja. Wie gesagt, es kommt noch Swing ein paar Parts und in 2015 geht es dann mit neuen Projekten frisch weiter. Dazu sage ich jetzt aber erstmal noch nichts. Also zum einen Cold Winter, habe ich ja gerade gesagt, aber das andere sage ich noch nicht. Und es wird dieses Jahr noch ein Jahresrückblick kommen, den werde ich hochladen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das wird ein etwas längeres Video, denke ich mal. Vielleicht so dreiviertel Stunde. Mal gucken. Und es wird natürlich auch wieder ein kleines Weihnachtsspecial geben. Letztes Jahr habe ich ja Mr. Du gespielt und dieses Jahr kommt ein anderes Spiel, zu dem ich mich auch noch nicht äußern werde. Ja, alles sehr geheimnisvoll. Und ich mache natürlich auch wieder ein Silvester-Special. Fällt mir auch gerade wieder ein. Richtig, natürlich. Ich werde euch wieder ein bisschen Feuerwerk präsentieren und das dann gemeinsam mit euch in die Luft schießen. Mal gucken, was da diesmal so Schönes bei ist. Ja, von meiner Seite aus bin ich eigentlich soweit durch. Möchtest du doch was sagen zum Spiel oder so? Oder irgendwas? Ja, das Spiel hat Spaß gemacht. Auch das Aufnehmen. Und ja, freut mich. Ja, die Kommentare waren auch immer ziemlich reichlich da. Das stimmt. Rimni hat sich sehr gut beteiligt. Ja. Und natürlich auch andere. Dark Turtle X, glaube ich, auch. Und Viper-Fan natürlich auch. Ja, wenn man immer positive Kommentare liest, dann hat man auch wieder mehr Bock, wieder aufzunehmen. Das ist so, ne? Ja. Ich lese immer sehr, sehr gerne Kommentare. Macht echt wahnsinnig Spaß. Auch wenn da mal ein negatives bei ist, was eigentlich nicht so oft vorkommt bei mir, muss ich sagen. Bin ich auch froh drüber. Aber das macht echt Spaß. Und ja, danke dafür, für die große Beteiligung an diesem Spiel. Euer Interesse hat echt dazu beigetragen, dass wir es bis zum Ende durchgezogen haben. Und ja, jetzt sind wir im Hauptmenü. Und ja, ich kann mich nur wiederholen. Danke, dass du dabei warst, Timo. Jo. Danke, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Können wir gerne mal wieder irgendwas starten zusammen. Und an euch da draußen sage ich jetzt auch danke fürs Zusehen und schön, dass ihr es so lange mit uns ausgehalten habt. Okay, dann sehen wir uns bei einem nächsten Projekt wieder. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.